kam die 93. Minute. Und ich werde leider nie vergessen, wie der Ball durch den Bochumer Strafraum kullerte. Ein etwas zu hoher Halm hätte ihn aufhalten können. Ich selbst wäre in der Lage gewesen, ihn mit der schlappen Eichel aus der Gefahrenzone zu befördern. Und dann sehe ich auch einen blauen Spieler, einen blau gekleideten Spieler, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt, wer es war, auf den Ball zulaufen. Und ich dachte, okay, der pölt den jetzt über die Südtribüne nach draußen auf die Castroper Straße. Und dann ist Schluss und wir sind durch, ist alles okay. Einfach nur weghauen. Sekundenbruchteile später sehe ich den Fuß dieses Spielers durch die Luft fliegen. Aber an diesem Fuß ist kein Ball. Der Ball war dann an einem belgischen Fuß und im völlig falschen Tor. Und wir waren ungeschlagen aus dem UEFA-Pokal ausgeschieden. Was sich dann abgespielt hat, möchte ich nie wieder erleben. Um mich herum weinende Frauen, Männer, Kinder, Hunde. Und der Typ neben mir sagte einen Satz. Einen Satz, der der einzige bleiben sollte für die gesamte restliche Saison. Er sagte den Satz, der einzige Brasilianer, der kein Fußball spielen kann, spielt ausgerechnet für uns. Und es handelte sich bei diesem Spieler um Eduardo Gonçalves, genannt Edu. Und das ist auch wieder eine Qualität des VfL Bochum. Brasilien hat, glaube ich, 180 Millionen Einwohner, die alle fantastisch Fußball spielen können. Sogar das brasilianische Au-pair-Mädchen, unser Nachbarn, kann fantastisch Fußball spielen. Und wir finden den einen! Der noch nicht mal einen scheiß Befreiungsschlag hinbekommt. Und ich sag euch, früher war vielleicht nicht alles besser. Aber das schon. Hermann Gerland hätte diesen Ball gegessen. Und im gegnerischen Tor wieder ausgeschissen. Eduardo Gonçalves, genannt Edu, soll mittlerweile in Korea spielen. Ich hoffe in Nordkorea.